Hi Leute, ich begrüße euch zu einer neuen Technikvorstellung hier auf Vipers Meerwasser. Diesmal in den frühen Morgenstunden, wie ihr seht. Der Kaffee ist auch noch mit dabei. Und ja, wie letztes Mal angedroht, geht es diesmal um das Refill-System 2.0 von Aquamedic. Das habe ich ja schon mal als Giveaway rausgehauen. Und das hier habe ich jetzt schon mal im Vorfeld bekommen für mein neues Projekt, was im August, September circa starten wird. Ungefähr, so Pi mal Daumen. Genauer Zeitpunkt steht noch nicht fest. Ich habe das Ding damals rausgehauen, habe da mal kurz was zu gesagt, aber wie es tatsächlich genau funktioniert und das Ganze mal in Action zu sehen, das wollen wir jetzt mal hier machen. Dafür habe ich mir da hinten ein Technikbecken hingestellt. Wir packen das gleich mal zusammen aus, schauen uns an, was drin ist und bauen das zusammen auf und dann gucken wir mal, wie es funktioniert. Gehen wir rüber ans Becken. So, gucken wir erstmal rein, was alles drin ist. Das ist einmal der Controller, den legen wir mal hier oben hin. Bedienungsanleitung. Und dann geht es weiter hier in der nächsten Etage mit dem Schlauch. Und jede Menge Plastikteilen. So, da ist der. So, hier haben wir noch Saugknöpfe, so wie es ausschaut. Und jede Menge Kleinzeug und die üblichen, ich sag jetzt mal, multifunktionalen Aufstecker. Damit das Ganze auch in verschiedenen Ländern, also wir, die hier, die brauchen wir nicht. Die packen wir mal weg. Verpackung weg. Dann schauen wir uns das Ganze mal genau an. Das sind die verschiedenen Sensoren. 1, 2, 3 an der Art. Auch unterschiedlich gekennzeichnet. Dann haben wir hier unsere Refill-Pumpe. Das Netzteil, was man auch schon von Aquamedic her kennt. Ja, Halterung etc. Dann würde ich mal sagen, setzen wir das Ganze zusammen, machen wir einen Schnelldurchlauf durch, damit das nicht zu lange dauert, ein Zeitraffer. Und dann sehen wir uns gleich wieder zur Installation am Becken. Jetzt mal grob zusammengebaut und das Technikbecken dient jetzt hier nur als Beispiel. Das ist jetzt nicht so, wie ich das aufbaue, werde ich das nachher benutzen, weil das ist hier keine Klarwasserkammer, das ist eigentlich die Ablaufkammer. Es geht sich jetzt nur um den Ablauf und um die Funktion des Geräts. Also ich habe einmal den Sensor hier, wir haben den unteren Sensor und wir haben diesen Notsensor hier oben, der im Endeffekt anzeigt, beziehungsweise das System stoppt, wenn es zu viel Wasser ist. Den hänge ich jetzt mal hier hinten rein und mache das fest. Wir haben dann jetzt die Möglichkeit, den Sensor in der Höhe zu verstellen, so wie wir den Wasserstand haben wollen. Und lege das Ganze mal hier hinten runter. Wichtig beim Zusammenbau eben ist, dass er tatsächlich auf die Beschriftung, die hier dran ist, achtet, also N1, N2, ja, damit die Sensoren auch das tun, was sie sollen. So, dann machen wir den Schlauch fertig. Den packen wir hier hinten. Ist jetzt an der zur Vorführung erstmal egal. Sollte nach Möglichkeit nicht direkt an die Sensoren kommen, sondern irgendwo in einem Bereich, wo er nicht direkt auf die Sensoren drauf geht. Den legen wir, wie gesagt, auch ein bisschen wichtig. Was auch wichtig ist, dass der Auslauf immer höher ist als der Wasserstand im
Nachfüllbereich. Also wenn ich jetzt das Ganze außerhalb stehen habe, dann kann ich den Eimer nicht hier oben hinstellen. Ja, dann läuft das Wasser von alleine weiter runter und läuft und läuft und wird nicht gestoppt. Also es muss tiefer sein als der Auslauf hier vom, von diesem Schlauch. So, dann haben wir den Sensor für das, für den Osmosebereich. Den packe ich mir mal hier hinten rein. Der ist im Prinzip dafür da, um, wenn kein Osmosewasser mehr da ist, den Kreislauf komplett zu stoppen, um die Pumpe zu schützen. Und so, dann packen wir die Pumpe aus, verbinden sie mit dem Schlauch, einfach draufsetzen. Hier unten sind Saugnäpfe drauf. Sieht jetzt alles ein bisschen wüst aus hier. Anfeuchten, damit die da unten stehen bleibt. So, sehr wüst, sehr viele Kabel, aber sie haben auch alle ihre Berechtigung und Funktion. Gut, dann haben wir auf der Rückseite hier, Ruhe auf den billigen Plätzen hinten, da haben wir die entsprechenden, Stecker, wo es reinkommt. Jetzt muss ich gerade eben mal gucken, ob wir eine Belegung... Ach, da unten steht es drin. Da steht es drin. N1, N2, N3, 12 Volt Power und Pumpe. Gut, dann fangen wir mit der N1 an. Das ist die N1, die kommt da hinten rein. Dann haben wir die N2. Darauf achten, dass die Stecker richtig drin sind. Das ist ein Klinkenstecker. N3... Das war der dritte Sensor. Das ist von der Pumpe, weil das Netzteil noch nicht an. Ja, die Pumpe kommt ganz nach außen. Dann machen wir das Netzteil noch. Hätte ich ja eben auch schon auspacken können. So. Einstecken, die Kabel schön sauber hier hinten verlegen. Da ist Schaumstoff drunter. Das wird dann geschützt und dann von hinten nach vorne das Ganze aufschieben. Na, da habe ich nicht aufgepasst. Da geht es hin. Und da sind sie jetzt sauber drin. Und das System ist im Prinzip einsatzbereit. So, was uns jetzt noch fehlt, ist natürlich Wasser. Und das mache ich jetzt mal eben, befülle das zum Teil, damit wir sehen können, wie das funktioniert. So Leute, jetzt haben wir das Ganze hier mal aufgebaut, mit Wasser befüllt und somit normalen Tank und Osmosetank simuliert. Wie gesagt, wenn ich das Projekt angehe, dann hat das hier einen anderen Aufbau. Aber das ist für die schönere Übersicht. So, Strom ist drauf. Das sieht man an der roten Lampe. Und ich kann jetzt hier hinten im Prinzip hingehen und meinen Wasserstand verändern, indem ich das Ganze etwas nach oben ziehe. Dann fängt das Gerät an zu pumpen und macht das natürlich so lange, bis der Schwimmer da hinten die entsprechende Höhe wieder erreicht hat und schaltet sich dann ab. So, so weit, so gut, das kennen wir ja dann dementsprechend auch von den anderen Anlagen. Jetzt haben wir hier noch eine zusätzliche Sicherheit drin, dass wenn es vorkommen sollte, dass dieser Schalter hier unten hängen bleibt, aus welchem Grund auch immer, haben wir hier oben immer noch einen, der, ich sage jetzt mal, trocken liegt die ganze Zeit. Und das ist auch richtig so. Ich simuliere das Ganze jetzt einfach mal. Und ziehe den Schalter hoch. Und da seht ihr, dann schaltet sich das Ganze auch ab. Obwohl der Schalter da unten, ich sag das mal, der ist jetzt meinetwegen durch irgendwas blockiert. So, lasse ich den jetzt wieder los. Geht die Anlage hin und macht weiter. Bis zu dem entsprechenden Zeitpunkt, wo natürlich der gewünschte oder eingestellte Wasserstand erreicht ist.
Das heißt also, wir haben mit dem zweiten Sensor einen Überlaufschutz, dass wenn der blockiert ist, da nichts im Endeffekt passieren kann. Bei dem ist es interessant oder finde ich es gut, dass er definitiv die ganze Zeit außerhalb des Wassers ist. So kann er jetzt erstmal, ich sage es mal, nicht durch Getier oder sonst irgendwas blockiert werden. Das nächste, was wir haben, ist ja der Sensor hier unten drin im Osmosetank. Den muss ich jetzt hier mal aus Entfernung betätigen. Sobald, ich sag's mal, kein Osmosewasser oder zu wenig Osmosewasser da ist, fängt die Anlage hier an zu piepsen. Ja, das ist dann für uns, also man sollte ja sowieso grundsätzlich hingehen und seinen Wasserstand im Osmosetank immer regelmäßig im Auge behalten. Aber sollte man das mal vergessen haben, wird man akustisch hier dran erinnert. Da das Ganze dann auch im Schrank verbaut ist, gehe ich mal von aus, wird der Alarm dann auch nicht ganz so laut sein, wie er jetzt zu hören ist. Ist also nicht ganz so schlimm. Also ich finde, so wie das Ganze jetzt hier aufgebaut ist mit den verschiedenen Sensoren, einer, der grundsätzlich außerhalb des Wassers ist und der Sensor halt im Osmosebecken. Das ist eine feine Sache, finde ich, aus dem einfachen Grund. Man hat es auch nicht immer im Blick. Und es kann auch wirklich mal sein, dass, wie gesagt, die Sensoren hier, aus welchem Grund auch immer, hängen bleiben. Und man muss natürlich sowieso hingehen und regelmäßig diese Sensoren reinigen. Das ist Grundlage Nummer 1, damit auch alles gängig bleibt. So, eine Kleinigkeit muss ich noch nachschieben. Die habe ich nämlich vergessen. Ich mache das eben mal hier mit Greenscreen. Es ist natürlich so, dass diese Anlage, so wie sie jetzt hier verbaut ist, ich blende euch da auch nochmal ein Bild ein, beziehungsweise zwei Bilder, dass diese Anlage natürlich rein fürs Technikbecken gedacht ist. Was auch noch ist, wenn der Wasserstand im Osmosetank dementsprechend, also sprich den Alarm auslöst, dann wird natürlich auch die Pumpe deaktiviert, damit da entsprechend kein weiteres Wasser gefördert wird und somit haben wir da auch einen Trockenlaufschutz mit der Pumpe eingebaut. Das hatte ich eben vergessen zu erwähnen und ja, das war noch wichtig. Und ja, jetzt geht's weiter im Programm. Ja Leute, ihr seht, ein kleines bisschen Aufwand, weil es sind ja auch einiges an Sensoren zu verbauen. Und aber im Endeffekt, so wie die Anlage jetzt daherkommt mit ihren drei Sensoren, sprich für den normalen Wasserstand, den Überlaufschutz und den Sensor im Osmosebecken, finde ich eine sehr, sehr gute Sache. Wichtig an der ganzen Sache, habe ich eben, glaube ich, auch schon gesagt, ist regelmäßige Wartung. Das heißt, rausnehmen der Sensoren, reinigen der Laufflächen, dass sich auch nichts da verhaken kann, dass sie gängig bleiben. Das ist sowieso der Grundsatz A und O bei solchen Anlagen. Die müssen gereinigt werden und regelmäßig überprüft werden, damit die beweglichen Teile auch beweglich bleiben. Ja, wie gesagt, da hinten das Technikbecken steht ja im Prinzip ja schon bereit für mein neues Projekt, das im August, September starten wird. Aus dem Grund so spät, weil ich fahre vorher nochmal in Urlaub und ich möchte nicht jetzt vorher ein neues Beckenprojekt anfangen, was ich nicht hundertprozentig die ganze Zeit unter Kontrolle habe. Daher warte ich jetzt erst auch mal die warmen Monate ab und dann startet das Ganze dann etwas später. Ja, wie gesagt, da wird das entsprechende System verbaut, anders als wie es jetzt hier dargestellt ist, weil das sind verschiedene Überlaufkammern, damit habe ich jetzt nur simuliert. Aber alles in allem finde ich die Anlage, so wie sie ist, gut. Gerade mit den mehreren Sensoren, das ist klasse. Viele gehen ja zum Beispiel auch hin und verbauen optische Sensoren. Da ist dann halt auch die Problematik, gerade bei diesen Sensoren, dass die verdrecken können. Deshalb finde ich eigentlich diese Schwimmersensoren, so wie sie jetzt hier auch wieder verbaut sind, da bin ich jahrelang mit anderen Herstellern auch sehr gut gefahren. Wenn die regelmäßig gewartet werden, sind die top. Gut, genug gequatscht. Ich würde sagen, das entsprechende Review zu der Anlage kommt dann, wenn ich das Projekt starte. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann bei der nächsten Produktvorstellung oder zum Tagebucheintrag oder kurz erklärt oder Technik vom Reefer. Wenn euch das hier gefallen hat, lasst mir bitte den Daumen da, nach oben, wenn es geht, bitte.
Solltet ihr den Kanal hier noch nicht kennen und noch nicht abonniert haben, abonniert ihn bitte, macht die Glocke an, dann kriegt ihr auch mit, wenn ich mal wieder einen raushaue. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, wann auch immer das ist, was auch immer ihr von mir seht. Bis dann, ich zähle auf euch, euer Weiber. Ciao.